Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem YouTube-Kanal und zu meinem zweiten Taktikvideo in EAFC 24. Und mit dieser Taktik habe ich 9 zu 1 in der Weekend League Quali geholt. Eigentlich war es ein 10 zu 1, ein Gegner ist rausgegangen, wo ich 5-3 geführt habe. Der Sieg hat irgendwie nicht gezählt, ich habe da nichts bekommen, vielleicht war es ein Hacker. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich war vor der Weekend League Qualifikation, ich war komplett im Eck. Ich hatte das Gefühl, ich bin der schlechteste Spieler überhaupt. Ich habe in Rivals ziemlich viel verloren. Und ich habe dann eine neue Taktik probiert, habe sie in der Weekend League Quali gezockt und sie war. Ich konnte auf einmal wieder spielen. Ich weiß nicht, woran es liegt. Es ist die 4-2-3-1. Und mir kommt sie richtig OP vor. Ich habe einen guten Spielaufbau. Ich stehe defensiv viel besser. Es geht offensiv mir. Ich kann es mir nicht erklären, aber mir gefällt sie einfach, vielleicht hilft sie euch auch weiter und wenn ich 9-1 in der Wiggly-Quali schaffe, dann schaffen es viele. Na, ich bin dieses FIFA bis jetzt echt nicht gut und ja, ich würde sagen, wenn euch das Ganze gefällt, über ein Like, Abo, Kommentar und so weiter, würde ich mich riesig freuen und dann starten wir gleich rein in die Taktiken. Im Hintergrund sieht man schon, mein Team ist eigentlich ein Standard-Team. Also ist jetzt nicht wirklich was Besonderes dabei zum Team, die Alex Morgan, ich kann die euch empfehlen, die... Ich habe vor Osimhen gezockt, weil ich den Undrade gezogen habe, aber morgen, sie ist. Osimhen ist hier und Alex morgen, die beißt nicht mehr in die Facecam rein, die ist absolut top, top, top. Eine kleine Empfehlung von mir und die da, die Robman, die läuft absolut jeden davon. Aber jetzt gehen wir rein in die Taktiken, individuelle Taktiken und hier ist sie, die 4, 2, 3, 1. Die 5er Kette habe ich da rausgenommen, ich werde es wieder rein tun, eben weil ich jetzt einiges rumgetestet habe. Und hier, es ist sehr, sehr simpel. Es sind auch die Anweisungen, es ist sehr, sehr leicht, das wird man das Ganze nachher sehen. Defensivstil ausgeglichen, Breite einfach 40, dass er ein bisschen kompakter steht. Ich würde nicht zu eng stehen, auch nicht zu breit. Ich finde 40 in der Formation richtig gut. Tiefe 60, ich habe da viel probiert, ich habe alles zwischen, ich glaube 40 und 80 probiert. 60 gefällt mir am besten, Aufbauspiel ausgeglichen, Chancenarbeitung direkte Pässe ist einfach das Beste. Breite 60, da sind wir um 20 mehr, also 20 höher als bei der Defensive. Wir stehen schön breit, weil die ZOMs, die gehen sonst immer zu sehr in die Mitte, so haben wir auf den Außen auch schon Anspielstationen. Spiel im Strafraum 5, passt, Ecken und Freistöße jeweils 1, weil Ecken und Freistöße bin ich noch absolut planlos. Und dann Aufstellung, ja, das kann man sich eh denken, wie es ist. Und Anweisungen, das Interessante eben, fangen wir an mit dem Torhüter, der bekommt Flankenfänger, Torhüter, Libero, beide Innenverteidiger gar nichts, die Außenverteidiger bekommen beide hinten bleiben, das war's, die zwei Sechser bekommen beide Passwege zustellen, hinten bleiben, Mitte abdecken, also da bekommt keiner irgendwie ausgeglichen, nach vorne orientieren oder sonst irgendwas, beide hinten bleiben, sie gehen trotzdem nach vorne, man kennt's ja, dann die ZOMs, der mittlere ZOM bekommt gar nichts. Der ist einfach auf Standard und er hat so ein gutes Stellungsspiel bei mir, Musiala. Musiala mit Ernst Ribbling sehr gut. Abschluss ist bodenlos. Also ich glaube, der wird relativ schnell einmal rausgehen, wenn ich da irgendeinen guten Ersatz finde, weil sein Abschluss ist echt bodenlos bei mir. Dann die zwei Außenspieler bekommen für Flanken in den Strafraum. Das war's, die bekommen nichts anderes für Flanken in den Strafraum und dann Stürmer. Standard. Stürmer bekommt auch nichts. Das heißt, es sind da einige Spieler, die was gar keine Anweisungen haben und ein paar Spieler, die was nur geringe Anweisungen haben. Und damit man sieht, wie das Ganze funktioniert, wie ich mein Spiel aufbaue und so weiter, gebe ich einiges jetzt schnell mal sehen von der Weekend League Quali rein, bei der ich 9-1 geholt habe. Ich freue mich 9-1. Ich habe echt gedacht, ich schaffe die Weekend League Quali nicht. Und dann eben das, die eine Niederlage, die war genau nach dem 4-0. Da war ich dann komplett unkonzentriert, sonst wäre es wahrscheinlich sogar ein 10-0 geworden. Der Gegner, also der was gewonnen hat, er hatte viel weniger Chancen, er hatte weniger Schüsse, er hat 6-2 gewonnen oder 6-3 gewonnen, aber trotzdem, Statistik war für mich, obwohl ich absolut unkonzentriert war. Und ja, jetzt kommen noch ein paar Szenen rein und dann war es das von diesem Video. Ich verabschiede mich jetzt schon mal, ciao, haut's rein, schaut euch die Szenen noch an, da seht ihr ein bisschen so Spielaufbau, Defending, Tore und so weiter. Viel Spaß damit. Bin ich. Ich hasse Dings für seinen Abschluss. Oh! Ah ja!
Ja! Ja! 1-0! Alter, wie setzt er sich da wieder durch? Drin ist er! Morgen, du bist die Beste! Wie heißt sie? Liz, oder? Liz Morgens ist die Beste. Sie hat einen Finesse-Shot-Trade. Und ich glaube, das war tatsächlich orange jetzt und ist trotzdem reingegangen. Und schon wieder mache ich den Fehler, dass ich mit dem IFA rausgehe. Komm, bitte clean die Ballannahme. Das geht tatsächlich. Jo! 1-0! Jawohl, 1-0. Wegen Einwurf. Auch mal einen Einwurf nutzen. Muss man über die andere Seite spielen. Über seine rechte Seite geht wenig. Da ist immer die Anspielstation frei. Jawohl, 2-0. War ein Dreckstor, nehme ich mit. Siala kann absolut nicht abschließen. Jawohl, 2-0. 2-0, komm, geh raus. Geh raus, dann habe ich die 8 Wins. Passt. Wir haben die 8 Wins. Foul! Geh doch rein, bitte. Bitte machen, danke Musiala. Auf dem Weg zu 9-1. Auf dem Weg zu 9-1. Eigentlich, wenn es dann wäre, wäre es 10-1. Okay, foul. Schiedsrichter. Also, ich weiß nicht. Ich würde dann foul gesehen. Komm, geh rein. Es hat sich keiner angeboten, weder der 10er noch meine 2 Sechser. Boah, der war schlecht. Jawohl, 2-0. Komm, geh raus. Mach mir den Gefallen.
yourself, test yourself, figure out what you like. Find your limits, don't be rigid, always work towards your prime. Jetzt habe ich geskippt, aber ich bin happy. Ich bin happy. 9-1. Hier haben wir es. Eigentlich hat 10-1, weil ein Spieler ist rausgequittet bei 5-1. Da hat es nicht gezählt. Und die Niederlage war bodenlos. Also viel mehr erwartete Tore erst dagegen, aber ich bin happy. Neue Taktik ausprobiert, 4-2-3-1. Und echt, vor der Quali, ich war mir nicht sicher, ob ich es schaffe. Ich hatte das Gefühl, dass ich so richtig, richtig schlecht bin. Und jetzt 9-1, 10-1 in der Quali. Boah, das ist eine Erleichterung.